Hallo liebe Gamers Global Leser und hallo liebe YouTube Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Wertungskonferenz von Gamers Global. Heute zu Watch Dogs 2, wenn es kein anderer sagen will. Ich bin Christoph. Ich bin Christoph, der Haupttester, neben mir der Jörg und der Benjamin. Und dann werden wir jetzt mal die Wertung ausdiskutieren. Ja, ich bin für eine 1-0. Und das ist bei uns das untere Ende, nicht das obere. Ein bisschen sehr hart. Nee, mich hat das Ding genervt. Aber sag erst mal, was du daran vielleicht nicht so nervig findest. Ich hätte auch damit angefangen, dass es mich genervt hat. Also, ja, du hast ja gerade die Stunde aufgenommen, die SDK, und so ungefähr habe ich auch gefühlt. Also, das Ding macht es einem am Anfang echt nicht einfach, es zu mögen. Das geht los mit dieser lahmen Tutorial-Mission, wo man halt in diesem Server-Konstrukt drin ist und alles irgendwie so grau ist, und dann schaltet man noch die Hacker-Ansicht ein, dann wird alles noch grauer, als es sowieso schon ist in diesem Raum. Aber du brauchst sie, weil sonst siehst du die Gegner nicht, außer sonst du markierst sie kompliziert über die Kameras vorher. Genau, und die bringt natürlich auch den Vorteil, dass du siehst, wo andere Kameras sind, wo andere hackbare Gegenstände sind. Ja, und dann kommst du raus nach 20 bis 30 Minuten, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Und dann lernst du die Charaktere kennen. Mhm. Also nicht nur den Markus oder Retro, wie er ja in seiner Hände... Mit Null geschrieben. Mit einer Null, aber wenigstens keine Groß-Kleinbuchstaben-Spielereien. Und zusätzlich seine Freunde von DedSec, von dieser Hacker-Organisation. Mhm. Ja, also die sind schon arg peinlich, würde ich mal sagen. Mhm. Das grenzt schon an Fremdschämen, würde ich sagen. Nö, das geht weit über das Fremdschämen hinaus. Es ist... eigentlich nicht mehr zu beschreiben mit Fremdschämen, es ist eher fremd töten wollen, dass man Charaktere auf dem Bildschirm erschießen möchte, indem man mit einer echten Waffe reinfeuert. Also zumindest bei mir, ich bin halt so ein Gewaltbereiter. Ja, offenbar Inneres. Genau. Ja gut, ich meine, da darf man natürlich nicht von sich selbst auf andere schließen, aber zum anderen glaube ich, ihr geht da in der Betrachtung der Charaktere die entscheidende Stufe nicht weit genug, nämlich die sind eben absichtlich so lächerlich und die sollen auch gehasst werden. Mhm. Weil das halt, findest du? Also dann funktioniert es nicht, würde ich sagen. Das kann sein, aber ich finde nicht, dass die Charaktere aus Versehen unsympathisch geraten sind oder ja einfach lachhaft doof, sondern dass die wirklich total überzeichnet sind und absichtlich ins Lächerliche gezogen werden, um daraus in irgendeiner Form ja Kredit schlagen zu können. Ich meine, man hat das ja auch in dem Unterschlupf da mit den ganzen komischen Rollenspiel-Freaks, die da drin auftauchen. Mhm. Und das sind halt einfach die Charaktere, mit denen man es da zu tun hat. Ich fand die auch nicht so super toll, aber... Aber welchen Sinn soll das machen? Weil wenn du deinen eigenen, es ist ja nicht nur, dass du als normal, also der sieht ja eigentlich wie ein ganz normaler junger Mann aus. Ja. Aber sobald er einen Mund aufmacht, wird es schrecklich. Es ist ja nicht du als Sympathieträger oder Neutraler, der in eine Horde von irren Hipstern landet, sondern du gehörst ja auch irgendwie dazu von deinem ganzen Sprachduktus, yo, und check das ab. Ist das wirklich Absicht? Warum soll das keine Absicht sein? Weil man normalerweise Spiele macht, die Spaß machen, wo man sich mit den Handlungsträgern irgendwie identifiziert. Also da können wir ja auch Gegenbeispiele nennen. Es gibt ja auch Spiele, wo man bewusst in die Rolle von Charakteren gesteckt wird, die eben kein Identifikationspotenzial in dem Sinne haben. Man denke nur mal an Trevor aus GTA 5 beispielsweise, der Leute quält und sonst irgendwas. Das hat natürlich in gewisser Weise noch eine lustige Note. Aber wie gesagt, das ist halt wieder der Punkt, das kann man so oder so empfinden. Mhm. Was sich da die Leute teilweise über diese Folterszene in GTA 5 aufgeregt haben, wie schlimm die doch sei. Mhm. Und ich fand die tatsächlich witzig, eben weil sie auch wirklich extrem überzeichnet ist. Ja, ich meine, da reißt ihm da Zähne raus und macht einen doofen Spruch nach dem anderen. Wie gesagt, man muss den Humor nicht teilen und ich verstehe das sehr gut, dass euch die Charaktere nicht gefallen, aber Also ich halte deine Theorie nicht für ganz abwegig, aber dann hat es einfach nicht funktioniert, dann tut es mir leid. Mhm. Meine Theorie ist die, das Spiel sollte für U20-Jährige konzipiert werden, aber das Problem ist, das haben irgendwie 30- bis 40-Jährige gemacht, die versucht haben, so wie 20-Jährige oder wie 18-Jährige, von mir als 14-Jährige zu sein. Und das funktioniert einfach genau, nicht. Genau, so sehe ich es auch. Also man kann ja alles überhöhen, aber da, glaube ich, ist es einfach schrecklich schief gegangen. Also ich glaube, die wissen nicht, wie ihre Zielgruppe aussieht. Es könnte natürlich auch ein Problem der deutschen Übersetzung sein. Mhm. Wie gesagt, ich habe es bislang nur auf Englisch gespielt. Mhm. Und fand das nicht so schlimm? Ich habe es ja auch nicht stundenlang. Also ich fand es am Anfang zumindest, den Einstieg, den kenne ich ja auf jeden Fall. Und da fand ich es jetzt nicht so extrem mit Ojo und sonst irgendwas und keine Ahnung. Ja, das Ojo und so, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Was ich wirklich immer fand, das wollte ich gerade fragen, hattest du die Stelle, wo es ums Fisten geht?
Das hast du mir eben schon gesagt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Mhm. Aber ich meine, ja, man kriegt also ja auch hier und da nicht immer alles direkt als mit. Beispiel für die Dialoge. Ich weiß nicht, sagt wirklich ein, von mir aus 20-Jähriger, wenn er jemanden fertig machen will, wir müssen ihm ein Fisting verpassen. Ich glaube nicht, oder? Und das ist noch die harmlose Variante. Es gibt dann nochmal, da sagen sie das Ganze nochmal, aber selbe Körperregion, aber halt anders ausgedrückt. Mhm. Und extrem peinlich, also wirklich. Und dann fragt auch noch einer, was ist denn Fisting? Ja, das ist die Behandlung des Darms mit der Faust. Also bitte, was sind das für Dialoge? Und so redet doch keiner, oder? Lernt mit Gamers Global. Lernt mit Gamers Global. Fisting ist die Bearbeitung des Darms mit der Faust, okay. Lernt man in Watch Dogs 2. Ich bin vielleicht ist deswegen 18. Und möchte eine Auszeit. Aber, also, ich finde es wirklich sehr löblich von dir, dass du versuchst, da noch was Gutes zu finden. Und vielleicht ist auch tatsächlich in der... Es geht nicht um was Gutes zu finden. In der englischen Fassung, dass man das auch anders so sehen kann. Aber, also, wir müssen ja hier irgendwie das bewerten, was vorliegt und wie wir es empfinden. Und dann würde ich einfach mal festhalten, 2 von 3 Leuten finden die Charaktere abgrundtief peinlich doof. Ja. Das ist was anderes, als wenn man es wie eine Feststellung behandelt. Ne? Ja. Und nachdem wir das festgestellt haben, gehen wir mal weiter. Was gibt es sonst noch? Die Open World? Ist super. Also San Francisco ist für mich das heimliche Highlight des Spiels. Das geht schon los, wenn du das erste Mal rauskommst, dann diesen Strandabschnitt und du siehst... In Marine, ja. Genau, ja. Marine. Und du siehst dann... So rechts von dir die Golden Gate Bridge und vor dir San Francisco mit der Skyline. Wunderschön. Und das zieht sich wirklich durch das ganze Spiel, also durch die ganze Spielwelt. Egal, ob du jetzt da in Marine bist oder in Downtown oder in im Silicon Valley. Mhm. Was auch wunderbar zur Story natürlich passt. Silicon Valley, die ganzen Tech-Firmen, Nudel, also die Google-Verarsche, ist da natürlich angesiedelt. Da muss man auch innerhalb einer Mission hin. Auch ganz toll gemacht, dass sie da wirklich was umgesetzt haben. Das heißt ja immer bei Google, stehen überall Kicker rum und sowas, wo man halt zwischendurch spielen kann, wenn man gerade mal keine Lust hat zu arbeiten. Ja, es gibt in diesem Nudel, auf diesem Nudel-Campus gibt es Rutschbahnen, mit denen du nur Abkürzungen nehmen kannst, um keine Treppe laufen zu müssen. Und das kannst du halt auch im Spiel, also du kannst auch selber diese Rutsch benutzen. Super schön gemacht. Was ich sonst noch in der Spielwelt richtig toll finde, ist halt, dass die NPCs dann nicht irgendwie wie einfach nur Requisiten wirken, sondern... Ja, zumindest teilweise so eine Art Eigenleben führen. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, wo 2 Frauen aufeinander zugingen und sich auf einmal begrüßten, in den Arm nahmen und sagten, ah, wie geht's dir denn noch so, was hast du die letzte Zeit gemacht? Mhm. Das sind immer nur so kurze Sachen, das dauert dann auch nur 20 Sekunden oder so, diese Szene. Und die wird sich garantiert auch wiederholen. Die habe ich jetzt kein zweites Mal erlebt, dafür andere. Ja, oder wenn Leute Selfies nehmen und so. Das, genau. Ja. So, also sie laufen alles, jetzt nicht nur doof rum und machen nichts. Sowas gibt es auch alles in GTA 5 oder so, aber es kam mir in Watch Dogs 2 tatsächlich etwas glaubwürdiger vor. Mm-hmm. Oder eine andere Szene, dass einer mit einem Baseballschläger ein Auto auseinandergenommen hat. Ich vermute von der Ex oder sowas. Mm-hmm. Das kommt aber nicht raus. Mm-hmm. Die Szene habe ich leider auch wirklich 3-mal gesehen. Dann ist es ein bisschen zu viel des Guten. Aber das sind also Sachen, die machen die Spielwelt unglaublich lebendig. Mhm. Und man kann Hunde abschießen. Man kann sie streicheln, das hätte ich jetzt gesagt. Oh, okay. Das hast du nicht versucht, wenn das der Heimlich wüsste. Was so, ja, das würde ich dann feststellen. Was so nicht ganz in dein Heldengemälde von einer super funktionierenden NPC-KI passt, ist, wenn es regnet und 2 Leute sitzen weiterhin so im Picknick gerade befindlich und schauen sich irgendwas an. Ich meine, das macht man nicht. Da würde man so unter eine Zeitung gehen. Das stimmt, ja. Also, ja. Aber es regnet selten in San Francisco. Ah, ja, okay. Also zumindest im Watch Dogs San Francisco. Okay. Also das hat mich schon gewundert. Aber vielleicht waren es Naturfreunde, irgendwo sind der Technik dann auch Grenzen gesetzt. Keine Dusche zu Hause. Wenn sie sowas noch dann reinprogrammieren würden, dass alle nach Hause laufen oder so. Na, warum ist das auch kein Problem? Sie laufen doch auch weg, wenn ich die Pistole ziehe. Ja, und sobald sie in die Ecke sind, könnten sie theoretisch halt einfach verschwinden aus dem Code, klar. Hm. Ja. Nee, aber da stimme ich dir zu. Also in der SDK habe ich dann wirklich, glaube ich, als ich dann durfte, mehr Zeit einfach mit rumfahren verbracht, als mich da irgendwie um die nächste Mission zu kümmern. Ich weiß auch noch nicht, ob ich es super finden soll mit diesen Followers, die man da holen muss. Ja, macht das schon irgendwo Sinn, aber letzten Endes ist so einfach eine Währung. Das sind ja auch Credits oder XP oder irgendwas. Weil du bekommst, wenn du einen bestimmten Stand an Followern erreicht hast, bekommst du neue
Hacking-Punkte, ja, auf jeden Fall die Skill-Punkte. Die kannst du in diese Und die kannst du dann in die Skill-Trees investieren, genau. Ja. Und durch die Hauptmission verdient man natürlich die meisten Punkte, aber es gibt auch Nebenmissionen, ganz klassische. Ja. Also wir haben schon festgestellt, jetzt der Einstieg ist wirklich blöd, also wirklich dumm, weil sie die Stärken ihres Spiels nicht ausspielen, sondern irgendwie etwas, was ich eher nicht so toll finde, was natürlich schon dazugehört. Charaktere, Open-World-Klasse. Was ist denn mit dem eigentlichen Spiel? Weil das sind ja so mehr so die Parameter. Wie ist die Story? Oder entwickelt sich auch durch Nebenmissionen Spannung? Wie hast du das erlebt? Also die Story ist jetzt gut, aber nicht sehr gut, würde ich sagen. Hm. Also am Anfang bekommt man ja schon mit, so Blumen sind die Bösen mit dem CTOS, das sie da programmiert haben. Hm. Und darüber werden die Leute ausspioniert. Und das entwickelt sich dann schon so, dass dann immer mehr Firmen drin verstrickt sind. Man bekommt es auch mit feindlichen Gangs zu tun. Mhm. Die Politik mischt irgendwie mit und so, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber letztendlich ist die Story nur eine sehr nettes Drumherum um die Missionen. Mhm. Aber dafür sind die Missionen wirklich umso mehr gelungen. Also die finde ich wirklich klasse. Die sind abwechslungsreich ohne Ende. Auch durch die vielen Möglichkeiten, die man innerhalb der Mission dann hat. Geht damit los, man kann sich ganz einfach entscheiden, möchte ich lautlos vorgehen oder möchte ich halt einen Ballerweg gehen. Hm. Das kann manchmal wirklich auch das Einfachere sein, dass man einfach die Waffe rausholt und hofft, dass die keine Verstärkung rufen. Hm. Muss es nicht. Ja gut, die Verstärkung kommt ja nur einmal. Also das genau, ist mein, also mein Eindruck endet ist ganz klar, trotzdem, die Ballerei, die ist auf jeden Fall erheblich einfach. Ja, ich glaube, ab und zu rufen sie auch ein zweites Mal Verstärkung oder so, aber... Also bei mir kam zweimal. Ich habe allerdings auch mich so angestellt, da in den ersten 20 Minuten. Und wenn du es dann nachher mit den etwas gepanzerten Gegnern so zu tun bekommst und die kommen da auf dich zu, wo dann die Granaten nicht mehr so beim ersten Mal wirken, wo du zwei Granaten brauchst, dann überlegt man sich, ob ich jetzt wirklich in den Kampf gehe, also auch schon auf dem normalen Spiel. Gut, aber so recht du da hast, fände ich das jetzt kein Negativargument, weil zum Beispiel bei Dishonored ist es genauso, wenn du kämpfst, kommst du durch dieselbe Mission in einem Drittel der Zeit durch, als wenn du da steigst und die bewusstlos machst. Ich würde das spielerisch sogar als Vorteil sehen. Also ich fände das nervig, wenn die immer wieder kommen, wenn du keine Chance hast, da wenn die Möglichkeit geben, ballern oder schleichen, dann musst du mit Ballern auch durchkommen können. Dann würde ich sagen. Ja, aber davon abgesehen, also da würde ich zum Beispiel bei Dishonored auch nur begrenzt zustimmen. Mhm. Es ist erheblich zeitaufwendiger, heimlich vorzugehen. Mhm. Aber schwieriger, würde ich sagen, ist es nicht als das Kämpfen. Also das hält sich ungefähr die Waage. Es ist ja eher ein bisschen leid. Aber wir sind ja bei Watch Dogs. Nee, aber genau deswegen finde ich es, also ich fände es schön, wenn das unabhängig vom Zeitaufwand, dass das Schleichen immer ein bisschen länger dauert. Okay, klar, man kann halt nicht da rumrennen. Mhm. Aber ich finde schon, dass man es trotzdem hinkriegen kann, dass Schleichen und Ballern ungefähr gleich leicht sind. Und ich fand das Ballern ein bisschen zu leicht. Okay. Ich fand halt umgekehrt, dass das Hacken nervig. Ich kann es nicht genau erklären. Also eigentlich ist es ja, du visierst einfach irgendwas an mit links, dann hast du dieses komische Menü rechts unten, muss man auch erstmal finden. Da ja, aber wofür ich lange gebraucht habe, ist, du brauchst nur einmal anzutippen und dann gehen Türen sofort auf. Dann ist das die Schnellfunktion. Ja, ja. Das habe ich wirklich erst so nach 10, 15 Spielstunden rausgefunden. Ich habe immer auf wieder die Taste und dann noch zusätzlich X gedrückt. Aber irgendwie, es fühlt sich nicht, ich weiß nicht, was es ist. Es war aber auch schon im ersten Teil so, aber es fühlt sich irgendwie nicht so, also auf mich, dass ich es unbedingt nutzen möchte. Ich finde es auch zu viel. Es poppt ja überall. Was, hier hast du den, da, hier, da, da. Dann die ganzen Leute, die auch immer wieder ihre zufallsgenerierten Teile da abholen. Ja, das Problem dabei ist, dass immer wieder diese weiße Markierung immer auf irgendwas drauf zeigt. Das kannst du einfach, das habe ich irgendwann ausgeblendet. Ja, ja. Du kommst durch viele Missionen wirklich durch, ohne viel hacken zu müssen. Du kannst immer Wege finden, wo du halt wirklich einmal schnell LB drückst und bist durch die Tür durch und dann war es das für die nächsten 3 Minuten wieder. Aber gerade das, da möchte ich ein bisschen widersprechen, fand ich wirklich sehr interessant, weil ich fand es wirklich sehr gut, am Anfang einer Mission mich draußen irgendwo zu positionieren und dann erstmal mit der Hackersicht die nächste Kamera aufzusuchen, mit den Kameras dann wirklich das Gebäude ich war außen, das Gebäude halt wirklich zu inspizieren, wo könnte ich lang gehen und alles. Und dann gibt es ja noch die Drohne, die ist neu, genau. Genau, die bekommt man relativ früh, zumindest die fahrbare Drohne, nachher gibt es noch eine fliegende. Und die kann man dann auch durch Lüftungsschächte und so durchschicken, je nachdem, wo die sind. Die muss man dann auch wieder schnell per Hacken öffnen. Also aber die Ratten aus Dishonored. Ja, quasi. Aber fliegend. Genau. Fahrbare Drohne. Okay. Mit der fliegenden Drohne kommst du aber auch durch die Lüftungsschächte. Wenn ist das dieser Jumper, den man gleich am Anfang? Genau. Ja, ich wusste jetzt nicht mal, wie früh man den bekommt, aber man bekommt ihn sehr früh. Wir kommen ihn sofort am Anfang, ja. Ja, und mit dem kannst du halt auch durch die Levels durch und durch die abgesteckten Missionsgebiete.
und kannst alles schon, du kannst mit dem eigentlich fast alles machen, ja. Es gibt nämlich ein paar Sicherungskästen und so, die sind, das sind physische Hacks, da musst du wirklich entweder mit diesem Jumper oder mit dir selber ran und musst den wirklich vor Ort hacken. Damit wollen die dich einfach zwingen, dass du da reingehst und dass du nicht alles von außen machst. Ja. Halte ich für eine sinnvolle Sache. Mag logisch gesehen nicht wirklich sinnvoll sein, aber damit habe ich kein Problem. Mit was ich eher ein Problem habe, ist diese Mission. Erklär doch mal die Abwechslungsreichheit dieser Mission und was dir daran gefällt. Ja, also du hast zum Beispiel gleich am Anfang eine Mission, da musst du eine Filmproduktion sabotieren. Mhm. Da kommt dann auch mal raus, dass das Ding eigentlich von Nerd- und Popkultur wirklich, also Anspielungen auf die Nerd- und Popkultur nur so strotzt, das Watch Dogs 2, weil diese Filmproduktion ist letztendlich eine moderne Version von Knight Rider. Mhm. Das Auto, das sieht auch, hat zumindest was Kit vorne hatte, diese rote, was war das, vorne, so ein, ja, kennt jeder, der Kids und Knight Rider kennt. Ja, also ja, die so blinkt hier, wenn er redet oder wenn er irgendwelche Geräusche macht. Die hat er halt hinten ganz fett drauf und so. Ja, so ungefähr. Mhm. Die hat er jetzt halt hinten drauf. Ja, genau. Und ja, Turbo-Boost. Und die, da musst du halt diese Filmproduktion... Verwandt mit den Zylonen übrigens aus dem alten Kampfstern Galactica. Ja, die musst du auf jeden Fall sabotieren und auch das Auto nachher klauen und musst mit dem Auto dann eine Runde durch die Stadt drehen. Und damit, du willst natürlich die Produzenten und die Polizei damit natürlich an der Nase lang führen, aber du möchtest vor allem Follower, auf dich aufmerksam machen, auf die DedSec aufmerksam machen, wodurch du irgendwie Follower bekommst, wodurch du im Level aufsteigst und weitere Hacking-Punkte bekommst. Das klang jetzt aber nicht so besonders, die Mission. Also ganz nett vom Szenario her, aber abwechslungsreich heißt ja eher, dass du verschiedenste Sachen machen musst. Nachher bist du mit einem Roboter mal unterwegs, da musst du durch eine Produktionsanlage von Robotern durchfahren, auch mit so, auch wieder über Hacken gelöst, ist halt eine der Hauptkomponenten des Spiels, über die Produktionsbänder halt den richtigen Weg finden, um dann nachher eine EMP-Bombe in so einem Konzern abzulegen. Du musst dich über die, über Satelliten kannst dich jetzt hacken in einzelnen Missionen. Mhm. Da geht es also wirklich raus in den Weltraum, kannst dann von Kamera zu Kamera zwischen Satelliten hin und her springen, hackst dich in Seoul in irgendein Kraftwerk ein und veränderst da irgendwas. Ich will jetzt halt nicht zu sehr ins Detail gehen. Was sich dann aber wiederum auf die Firmen da in San Francisco auswirkt. Du bist halt an unterschiedlichsten Schauplätzen unterwegs. Ob es jetzt wirklich teilweise einfach langweilige Serverräume sind, aber auch auf Schiffen bist du unterwegs, musst da mal Vorräte von irgendwelchen Drogenbossen zerstören. Aber es spielst du alles in Kalifornien letzten Endes. Du spielst immer nur in Kalifornien, außer diese Hacker-Mission. Genau. Ja. Mhm. Außer diese Hacker-Mission, wo du dich über die Weltkarte, über die Satelliten woanders einloggst. Aber da bist du dann auch wirklich nur in über Kameras in den anderen, in anderen Kraftwerken und so drin. Mhm. Also das Hacking ist schon ein sehr elementares Spielprinzip. Da kommt man oft nicht drum rum. Mhm. Ja gut, ich glaube, das weiß man auch, wenn man Watch Dogs spielt. Naja. Wobei das Hacking auch ordentlich erweitert wurde. Zum Beispiel, dass man Fahrzeuge hacken kann. Die dann nach vorne und nach hinten fahren. Das oder scheint mir fast zu leicht zu sein. Also bei so einer Schießerei mit der Polizei lässt den Wagen vor und zurückfahren. Würde ich nicht sagen. Erstmal, du musst erstmal freischalten. Was am Anfang auch relativ leicht schnell gemacht ist, weil du kriegst, du hast sogar eine Pflichtfreischaltung. Egal, aber auf jeden Fall, wenn du 3-4 Polizeiwagen hinter dir her hast und dann, während du dich aufs Fahren konzentrierst, noch deine Sicht so anzuvisieren, dass du genau dieses Polizeiauto gerade siehst. Nee, das habe ich aber nicht gemeint. Aber in einer Schießerei, wo die Polizei kommt, ihre Wagen parkt, dann dahinter in Deckung gehen, lass einfach mal den Mittleren hin und her fahren, dann überfährt er ganz schön die Polizisten, was natürlich nett ist, aber was auch ziemlich einfach, glaube ich. Überfährt er denn wirklich? Ja. Also ich habe das ein paar Mal genau genutzt, aber immer wirklich nur für diesen Zweck halt, wenn sich dahinter jemand versteckt hat. Einmal nach vorne fahren, dann hatte ich freies Schussfeld. Ja. Das geht schon. Aber du bist ja mit deinen, mit diesen Hacker-Energiepunkten, fällt mir gerade der Name nicht ein, bist du ja auch limitiert. Du, für solche Aktionen verbrauchst du, sag ich mal, 2 und am Anfang hast du sogar nur 4 und das ist dann schnell aufgebraut. Okay. Das machst du dann 2-mal, einmal vor, einmal zurück und schon ist es aufgebraucht. Genau. Na ja, gut, das ist von. Also du kannst nicht deine Hacking-Fähigkeiten spammen, sag ich mal. Habt ihr was zur Musik zu sagen? Weil ich habe sie ausgeschaltet, weil ich es nicht ertragen habe, diesen Anfangs Elektrogedudel. Also ich höre gerne elektronische Musik und ich fand es teilweise auch ein bisschen nervig. Ja. Okay.
Das kann ich schon nachvollziehen. Und auch die Vielfalt bei den Radiosendern. Ich meine, jetzt ist GTA natürlich das Extrembeispiel. Aber was sind es, 5 Radiosender, wenn ich mich jetzt nicht erzähle, dann... die werden auch... Ja, die sind auch... bei den Radiosendern selber habe ich auch nicht so das Bedürfnis, dass ich sage, jetzt, ich muss jetzt Radio hören. Bei GTA 5, wenn ich dann ein Auto einsteige und es läuft mal keine Musik, schalte ich sofort irgendeinen Sender ein. Aber bei Watch Dogs, wenn da keine Musik lief, ja, dann läuft halt keine Musik, ist mir egal. Okay. Ja, hast du noch einen Punkt, den wir noch nicht besprochen haben? Ja, also ich meine, da gäbe es theoretisch natürlich noch einige Sachen. Also zum Beispiel, was mich teilweise, ist ein in Actionspielen ja häufig genanntes Thema, das ist natürlich die KI, wie dämlich die sich anstellt. Also A ist relativ stark, macht relativ viel Schaden. Das heißt, wenn du ungeschützt irgendwo steht, ballern sie dich mal eben über den Haufen. Aber sie sind dumm wie Häufchen, um es mal so zu sagen. Und also ich kann mich zum Beispiel an die eine Szene erinnern, da hatten wir ja über dieses Hacking-Spiel gesprochen, wo man halt diese Knotenpunkte drehen muss, um die Verbindungen herzustellen und so weiter. Yeah. Genau. Was übrigens auch blöd ist, aber... Ich fand das spaßig. Oben ist großer Alarm, es gibt 2 Zugänge in diesen Serverraum, keiner kommt nach unten. Punkt 1. Ich laufe am einen Eingang hoch, baller auf die, laufe wieder zurück am anderen raus, die haben keine Ahnung. Also... Die KI ist nicht gut, aber sie steuern da, also da finde ich halt auch, das ist wieder so ein Punkt Spielbalance, wo es halt einfach nicht passt und wo das Schleichen künstlich schwieriger gemacht wird, als das unnötig künstlich schwieriger gemacht durch wird, die hohen, als das Ballern. Weil die stark sind, genau. Weil wenn die jetzt noch mit dieser Stärke, die sie haben, wirklich zusammen, richtig zusammenarbeiten würden und dich umgehen würden alles, dann wäre es wirklich schwer. Ja, ja, aber wie gesagt, mit Ballern aus der Deckung bin ich fährst du deshalb halt eben leichter. Weil sie dumm sind, aber wenn ich aus der Deckung rausgehe oder versuche zu schleichen und scheiße, da steht ja auf einmal hinter mir, dann bin ich weg. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen, also ich habe glaube ich so 20 Gegner gebrutzelt in dieser Anfangs-Prolog-Mission, weil ich halt einfach nicht gut war. Aber ich habe sie gebrutzelt, bin 1-2 Mal gestorben, aber die haben da Haufen gebildet, aber dass sie dann mal sagen, komm, jetzt gehen wir in 2er-Teams vor, zufällig laufen mal 2 die Treppe runter und erschießt den ersten, dann rennt der andere halt wieder weg, aber der ruft da nicht um Verstärkung oder irgendwas, also du hast echt das Gefühl, und ganz ehrlich, auch da wieder im Vergleich zu Dishonored, wo die Gegner relativ gute Wegfindung, also jetzt ist einer 2, Wegfindungsroutinen haben und zumindest so tun, also durch Sprachausgabe, hier ist was, hier liegt was, hier ist was passiert. Da hast du das Gefühl, eine KI sucht nach dir und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, die laufen mit ihren Schusswaffen halt wie aufgeschreckte Hühner rum. Also wobei man auch wieder überlegen muss, wie stark darf man das gewichten, weil es ist nicht so, dass es anspruchslos wäre, das Spiel. Und wenn ich es jetzt mit einem GTA 5 vergleiche, ja, die mögen bei GTA 5 ein bisschen schlauer sein, aber so viel schlauer ist die KI da auch nicht, oder was denkst du? Es geht, also bestimmte Sachen könntest du schon, also so in Gebäude hinterherlaufen, wo Watch Dogs teilweise schon überfordert ist, also das sind so Sachen, das können sie in GTA 5 schon. Und weiß ich nicht, also... Nee, keine Ahnung, ich fand die KI schwach. Okay. Ich find's auch nicht wahnsinnig schlimm. Das war ja im ersten Teil auch schon ähnlich mit den Nahkampfangriffen, die auch ein Stück weit zu effektiv sind. Also wenn er da mit seinem komischen Billardbällchen rumhaut, aber das war mit dem Totschläger, den der Pierce eingesetzt hat, genauso. Das ist das so ein Jojo, das der hat, oder nicht? Nee, das ist eine Billardkugel an einer Kugel. Ah, ich dachte tatsächlich die ganze Zeit, das wäre ein Jojo. Das hätte gepasst zum Charakter. Killer-Jojo. Ja, das hätte doch gepasst zu diesen Hacker-Nerds. Ja, das ist aber dann halt nicht schwer und nicht hart genug, würde ich sagen. Ja, kann man ja mit Leute Blei, zu massakrieren. Ausstatten. Aber wie schnell sich dann das gerade noch mit Wucht geschwungene Jojo, wie du es nennst, wieder beruhigt, ist auch erstaunlich. Das macht nämlich dann so und dann kann er... Aber egal, das ist eine Kleinigkeit, die mich nicht stört. Du hast gesagt, dich stört noch andere Sachen? Oder dir ist noch andere Sachen? Eine Sache, weil, wie gesagt, ich habe es ja nicht komplett durchgespielt, das müsste der Christoph dann vielleicht mal beantworten. Also was mich teilweise so ein bisschen angeätzt hat, wenn du dann halt mal einen Fehler gemacht hast. Also die Checkpoints sind teilweise schon recht weit auseinander. Und vor allem, sie sind meinem Eindruck nach kein bisschen nachvollziehbar gesetzt, sodass du dich irgendwie darauf verlassen kannst. Wenn ich diesen oder jenen Fortschritt erreicht habe, dann erreiche ich einen Checkpoint. Und dann kann es mir erstmal egal sein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, so hier Flucht aus einem der Gebäude, nachdem ich das zweite Ziel da erfüllt habe, ist eigentlich ein Riesenalarm. Und das ist, ich hatte den Fortschritt vorher schon mal erreicht in dieser Mission.
Aber beim ersten Mal gab es da keinen Checkpoint. Wahrscheinlich oder möglicherweise, weil ich nicht ins erste Stockwerk wieder runtergekommen war, was beim zweiten Mal der Fall war. Ja, und dann beim zweiten Mal, als ich dann nochmal da verreckt bin, da startete ich aber direkt mit so, jetzt flüchten und direkt vor der Tür. Echt? Okay. Also dieses nicht nachvollziehbar, das kann ich nur unterschreiben, weil es kam vor, dass ich mich wirklich so 10, 15 Minuten durch die Mission geschlagen habe, dann draufgegangen bin und dann dachte, hoffentlich jetzt keinen Checkpoint am Anfang der Mission. Also du kannst zuverlässig sagen, am Anfang der Mission ist der Checkpoint. Auf mehr würde ich mich nicht verlassen. Ja. Und wenn dann wirklich Schleicheinsätze sind, aber es ist egal, ob du schleichst oder schießt, weil wenn du ballernd durchgehst und du wirst vom letzten oder vorletzten Gegner erschossen, dann nervt das genauso. Wobei beim Schleichen hast du mehr Realzeit in der Regel eingesetzt. Das finde ich dann noch schlimmer. Ja. Also es war bei einer Mission so, da hat es mich wirklich auch genervt. Da habe ich 4 oder 5 Versuche gebraucht. Mag es, wenn ich mich da doof angestellt habe, aber da habe ich mir wirklich der 3. und 4. Versuch war mehr so ein Try and Error. Also einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich jetzt diesen Hack hier mache, wie reagieren die, damit ich beim nächsten durchkomme. Ja. Was ich bei Dishonored 2 sehr gerne gemacht habe, auch freiwillig neu geladen und auch teils mehrmals, sind so perfekte Lösungen für eine Situation oder einfach mal gucken, was passiert. Hattest du das Bedürfnis? Es geht wahrscheinlich jetzt gar nicht bei Watch Dogs aufgrund der Checkpoints, Sie tauchen zumindest noch in der Missionsliste auf, die Mission, die du erledigt hast. Du könntest wahrscheinlich neu starten, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich rede gar nicht von der ganzen Mission, also teilweise oft einfach diese Kampfsituation, weil du halt das speichern nicht. Kannst, auch auf Konsole. Du hast einen Speicherpunkt und der wird überschrieben. Ja. Also hast du da, wenn du nicht gerade Masochist bist, nicht das Bedürfnis, da nochmal neu zu spielen. Nee, aber es macht auch letztendlich keinen Unterschied, weil bei Dishonored 2 bekommst du, oder bei Dishonored bekommst du ja, dass du eine Wertung am Ende des Levels bekommst, wo du dann ja selber den Anspruch an dich hast, ich möchte 0-0 getötete Gegner aus der Stelle haben. Und das hast du hier nicht. Das ist völlig egal. Das bringt auch irgendwie keine moralischen Nachteile. Dass du jetzt sagst, du bist jetzt schlechter angesehen bei deinen Freunden. Ja. Okay. Völlig egal, wie du da vorgehst. Was natürlich auch ein bisschen unlogisch ist, dass die Hacker-Jungs da nicht davor zurückschrecken, mit scharfen Waffen zu schießen und so. Ist ein Spiel, ne? Also, ist ein Spiel. Da würde ich jetzt nicht... Nee, das sehe ich jetzt auch nicht negativ. Aber es könnte einigen. Aber wenn du so weit durchhältst, dass dich die Charaktere und so nicht nerven, dann stört das auch nicht mehr. Gut. Aber ich würde gerne noch 2 Sachen loben, die wir auch noch nicht angesprochen haben. Zum einen die Fahrphysik, die ich im ersten Teil wirklich, dieses Schwammige, das ist mir auf den Sack gegangen. Die ist extrem arkadisch, unrealistisch, die Fahrphysik. Sagen. Und die Kamerabewegung bei Kurvenfahrten, die ist immer noch scheiße. Die verwirft einen, gerade wenn die Kurven besonders eng sind. Aber das funktioniert doch deutlich besser aus meiner Sicht als im ersten Teil. Und können wir ja gleich noch dran anschließen. Der zweite Punkt ist, ich finde, wie Ubisoft das nennt, Parcoursystem. Ich würde jetzt einfach sagen, das Movement des Hauptcharakters. Das gefällt mir richtig gut. Das ist sehr flüssig, das Klettern und das Springen. Du brauchst das sprechen sehr einfach. Ja. Letztendlich, und natürlich sind auch die coolen Elemente drin, wenn du dann... Das wollte ich auch noch sagen. Aber das hat mich schon wieder genervt. Es ist eine Sekunde, die man sparen könnte, oder? Nee, es ist einfach, wenn er 2 Meter runterspringt, warum muss er einen Rückwärtssalto machen im Sprung? Warum? Weil er ein Killer-Jojo hat. Okay, gut, akzeptiere ich, aber naja. Fahrphysik. Ich hätte jetzt gesagt, mir gefällt sie. Ich habe aber nicht mehr die besten Erinnerungen an den ersten Teil. Ich weiß aber noch, da hat es dich mehr gestört als mich. Ich finde sie jetzt irgendwie komisch. Also sie ist... Also mit so einem Roller da kannst du so Slalom fahren zwischen den Laternen und das kannst du auch mit einem größeren Motorrad. Bei hohem Speed und ich weiß nicht, ob sich wirklich die Straßenbahn bewegt, wenn ich da mit einem Sportwagen gegenfahre. Ich glaube, die würde da nicht sich groß bewegen, die würde einfach und mein Sportwagen. Aber egal, es ist nicht realistisch. Die Frage ist, macht Spaß und mir scheint es ja dann durchaus mehr Spaß zu machen als besser, im ersten ganz Teil. Einfach, weil sie beherrschbar weniger willkürlich wirkt als im ersten Teil. Ja. Im ersten Teil denke ich, was passiert da? Also es ist so ein bisschen wie GTA 4 Fahrzeugphysik,
wo man allerdings sich nach einer Zeit dran gewöhnt. Das ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. In Watch Dogs 1, das ist sehr, in Watch Dogs 1, oder das haben wir jetzt in Watch Dogs 2 im Prinzip auch so eine ähnliche Situation. Und in Watch Dogs 1 war das was, womit ich mich bis zum Schluss nicht abfinden konnte, mit der Art und Weise, wie sich die Fahrzeuge da steuern. Nee, stimmt, ich bin relativ bei High Speed durch die Market Street durchgekommen. Das liegt aber auch daran, das war nämlich ein Punkt, den ich noch nennen wollte, dass die Straßen San Franciscos so ein bisschen auf Sommerferien eingestellt sind. Also echt wenig Leute. Ja, in Fahrzeugen. In Fahrzeugen. Nee, auch in Fahrzeugen. Also nicht allzu viele Fahrzeuge, aber auch Passanten. Also Entschuldigung, im Landwirtschaftssimulator wäre die Population okay. Aber in San Francisco... Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, wenn du durch San Francisco läufst, sind deutlich mehr... Also das Mafia-3-Syndrom oder was? Ja, da tricksen sie einfach, um die Performance da halt zu verbessern. Das geht gar nicht anders. Also ich fand auch zu Grund haben. Zu wenig. Das kann an einigen Punkten so sein, aber ich hatte auch Stellen, wo die richtig belebt waren, die Straßen, also wo das wirklich gar kein Grund. Aber man hat es schon zurückgeschraubt aus meiner Sicht. Also es ist so ein, aber nicht ganz so extrem wie jetzt zwischen Unity und London. Ja, Syndicate, ja. Und die Anzahl der Fahrzeuge fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also verglichen mit anderen Open-World-Spielen. In der Stadt ist es weniger. Das ist genau dasselbe. Wenn du, sobald du auf dem Land unterwegs bist, ist die, genau. Ja. Aber pro Performance. Aber dafür finde ich den Verkehr weniger kloniger als im Vorgänger. Das ist dann von daher dann auch wieder ein Vorteil. Ja, von daher. Das mag sein. Okay, lass uns mal langsam zum Ernst des. Darf ich noch kurz sagen, mir hat die Fahrphysik nicht so gut gefallen. Nee, mir auch nicht. Aber nee, ich fand sie immerhin beherrschbar. Ja, aber jetzt mal, was dazu gesagt hast, ich wollte warten, bis sie mich zu Wort kommen lassen. Stimme ich dem Benjamin zu. Sie ist zumindest beherrschbar. Sie ist beherrschbar, aber halt, dass man mit dem Motorrad wirklich Vollgas durch alle Kurven fahren kann. Ja. Nö, haben sie es auch übertrieben mit dem, wir machen es einsteigerfreundlich. Mhm. Und was bei den Fahrzeugen wirklich so ist, es gibt ein paar Fahrzeuge, da kann ich nicht nachvollziehen, wie die bremsen. Da drückst du wirklich bei Vollgas auf die Bremse und also wirklich mal leicht und dann steht das Auto. Und das hast du bei anderen nicht. Bei anderen kommst du wiederum mit der Handbremse viel besser durch die Kurven als mit normaler Bremse. Was ja auch, also ich meine, cool, klar kann man mal einen coolen Drift hinlegen mit der Handbremse, aber wenn ich jede Kurve so fahre, einfach weil ich damit flüssiger durchkomme, nee. Okay. Nicht nachvollziehbar. Jetzt lass uns aber doch mal zum Ernst des Anlasses kommen. Es ist ja ein Jahr ohne großes Assassin's Creed und, ihr könnt mich aber gerne sofort korrigieren, so ein modernes Open-World-Spiel gibt es ja gerade auch nicht in diesem Spiele Winter oder Herbst. Oder vergesse ich da was? Also es gibt kein, ja, brauchen wir nicht aufzählen, die paar Konkurrenzserien. Insoweit ist ja das eine ideale Situation für alle, die Ubisoft-Spiele verkaufen wollen. Und weil die Käufer können sich, wenn sie Ubisoft haben wollen oder ein modernes Open-World-Spiel, aktuell eigentlich fast nur dieses kaufen. Und jetzt ist die Frage, ist das auch... Das ist eine Kamera? Ja, ja. Hallo? Ich hatte gerade ohne Brille, also. War mir nicht so hundertprozentig klar, Ausschlag ist. Der Chris L. hat gerade weggeschaut. Und nee, also insoweit ist es fast schon ein No-Brainer. Aber um jetzt die Pointe zu kriegen, ist es das? Weil ich muss sagen, so sehr ich Open-World-Spiele mag, wenn es nicht in San Francisco spielen würde, sondern... Ich weiß nicht, irgendwo sonst, mit ein paar Ausnahmen, dann hätte ich, glaube ich, überhaupt keine Lust, es weiterzuspielen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich ohne San Francisco von der Story noch nicht angefixt wäre und von den Charakteren dauerhaft abgefixt wäre. Wie empfindest du es? Also ich sage mal, es ist ein No-Brainer, wenn man sich auf die Charaktere und alles, was dazugehört, halt einlassen kann. Ich kann sehr gut verstehen, wenn einer nach 2-3 Stunden sagt, boah, das will ich nicht weiterspielen. Nach 2-3 Stunden, da reichen 20-30 Minuten. Ja, nach 2-3 Stunden. Es wird die ersten Stunden nicht besser. Danach wird es besser. Also ich hatte zumindest stark den Eindruck, dass es nachlässt mit diesem ganz peinlichen. Es kann auch sein, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe. Das ist deine Peer Group. Genau, ja, genau. Je nachdem, wie ich morgen Jörg reinkommen lassen und so eine Nerdbrille aufziehen. Das dauert bei mir zu lange, das wird nichts. Und so ungleichmäßig. Yo sagen.
Nee, aber wer Open-World-Spiele mag oder Fan von Open-World-Spielen ist und sich irgendwie darauf einlassen möchte, auf diese Story-Charaktere, ich finde, der kommt um dieses Spiel nicht herum. Okay. Weil spielerisch ist es schon besser als der erste Teil. Allein schon durch die mehr Möglichkeiten, die man mit dem Hacking und sowas hat und weil sich auch alles ein bisschen flüssiger anfühlt und so. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mit dem ersten nie so richtig warm geworden. Fand ja, gut, aber mehr Möglichkeiten finde ich jetzt kein Argument. Flüssiger schon, wobei ich finde, da war der erste Teil eigentlich auch schon sehr gut. Also vergisst man die Fahrzeugsteuerung, hast ja auch da schon dieses Assassin's Creed System gehabt. Ja. Ja, gut, nicht ganz so vielfältig, aber ja. Also wie gesagt, ich kann dazu auch nur sagen, dass ich das spielerisch auf jeden Fall besser finde und dass es sich im Prinzip in fast allen Details verbessert hat. Es gibt so ein paar Sachen, die mich stören, zum Beispiel, dass es eben mit hackingfähigen Objekten in der Umgebung teilweise so ein bisschen überfrachtet ist. Und ja, wie gesagt, die Story, das stört mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig. Ich habe da zumindest in dem, was ich auf Englisch gespielt habe, eine etwas andere Empfindung gehabt. Aber, und auch da muss man sagen, es wäre ja nicht das erste Spiel, wo die Story nichts taugt, aber das Spiel selbst trotzdem Spaß machen kann. Und es ist trotzdem ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, dass ich in Watch Dogs 2, was ich kann, hingehen kann, nämlich alle diese Cutscenes, die mir auf den Sack gehen und all die Dialoge wegzuklicken. Ja, überspringen kannst. Stimmt. Ja. Du musst nicht am Handy lesen, um die Zeit rumzukriegen. Das war ausnahmslos. Also ich muss mir da nichts von angucken, das stimmt, wenn ich nicht will. Ja. Was aber auch nicht in das Vertrauen der Leute in ihre Story spricht. Aber klar, die Funktion sollte es geben. Ja, bei einem zweiten Durchgang spätestens da sollte es Pflicht sein. Nö, es wird Dishonored auch so. Und da klicke ich zum Beispiel nach 20 Sekunden immer die Outzahl der Sequenzen weg, weil ich die schrecklich finde. Okay, aber jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben dem Vorgänger haben wir eine 9-0 gegeben. Im Überschwang unserer Gefühle, neue IP, spannendes Hacking, plus Open World und also ich sehe einen neuen bei Gott überhaupt nicht für dieses Spiel und ich frage mich, ob da überhaupt eine 8 vorne stehen darf. Doch, die muss da meiner Meinung nach sogar stehen. Ja, die muss da vorstehen. Also klar, Story-Charaktere, nicht Story ist okay, Charaktere scheiße, aber wenn wir jetzt anfangen, jedem Spiel, wo mir persönlich irgendwie ein Charakter nicht passt oder sowas, automatisch so runterzuwerten, ja, aber das ist ein ganz wesentlicher Bereich des Spiels. Also ich kann dir nur sagen, ich liebe die Final Fantasy Serie. Aber die Charaktere in Final Fantasy 13 zusammen mit der Linearität haben das Spiel für mich echt zu einem, ja, zu Mist. Ich wollte es nicht spielen gemacht. Ich habe es dann, ich glaube, ich habe es getestet. Ja, ich habe es getestet. Ich habe es dann halt wirklich spielen müssen. Viele, viele Stunden lang. Aber das lag an diesen Charakteren. Da war ich nur die Lightning cool und alle anderen würde ich am liebsten, hätte ich am liebsten erschossen. Und ich möchte immer Charaktere schießen. Und das ist schon für mich, das war eher ein, weiß nicht, mir sagte man, tu, was du willst. Und da lief ein Hund und ich hatte auf einmal die Pistole in der Hand, so entstanden. Aber ich finde schon, man kann nicht sagen, ja, die Charaktere kotzen mich an, aber das Spiel ist eine 9-0 oder was auch immer. Ich finde nicht, dass man das so künstlich trennen kann. Ja, also wie gesagt, mir haben die Charaktere auch nicht gefallen, aber ich konnte mich damit nachher wirklich sehr gut abfinden. Und spielerisch hat mir das Ding wirklich so viel gegeben, dass mir das nachher mich überwogen hat. Und findest du nicht, oder findet ihr nicht so ein bisschen, weil du jetzt schon so ganz begeistert mit Nudel da oder Nudel. Also, was war denn daran begeistert? Ich sage nur, dass das gut gemacht war. Ja, aber das möchte ich hinterfragen mit dem gut gemacht. Also wenn GTA sowas macht, dann ist es meistens on the spot. Aber es hat so eine gewisse Eleganz. Und da habe ich das Gefühl, es ist irgendwie einfach, ja, Google-Nudel, ha. Nee, das fand ich komischerweise nicht. Ich weiß genau, was du meinst, dass das halt wirklich ins, dass das einfach nicht passt, dass einfach das versucht haben und es nicht rüberkommt. Es kommt rüber. Ja, aber was kommt rüber? Wenn die Nudel sagen, dann wollen sie es witzig mit Augenzwinkern verstanden wissen. Aber es ist nur blöd. Ja, aber irgendwie müssen sie den Konzern noch nennen. Das ist doch, ja, dann hätten sie ihn, was weiß ich, weiß ich nicht, ja, doch die Truta dummen, nennen damit sollen. Damit doch die dummen Nüsse, oder auf die Pyramide, kommen, dass das Google sein soll. Aber deswegen Nudel. Auch
Naja, gut, also ich meine, so viel cleverer ist Life Invader oder so jetzt auch nicht. Also, ist doch die Frage, ne? Ja, aber Life Invader will eine Satire sein und ist es auch. Und da kommt ja auch die Satire dann durch, wiederum, wie dann die Story in diesem Hauptquartier sich abspielt und so weiter. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt Watch Dogs 2 erfunden hätte. Nee, nee. Aber ich finde halt, das ist so irgendwie so Humor von Leuten, die keinen Humor können oder versuchte Satire von Leuten, die keine Satire können. Das ist so, mich hat es gestört. Also jetzt nichts wirklich Wertungsrelevantes, aber ich weiß nicht. Nee, fand ich jetzt bei den Firmen, da gibt es ja noch mehr Firmen, Invite zum Beispiel, soll halt so typisches Social Netzwerken zu sein, fand ich kein bisschen störend. Okay. Ist halt Nudel, das soll Google sein, sie nennen es Nudel, weil sie es nicht Google nennen dürfen. Fertig. Ich biete 7-0. Nee. Also bei mir steht ein 8 davor, ich habe zwischen einer 8 und einer 8,5 geschwankt und würde schon eher zu einer 8 tendieren. Dann. Zu einer 8? Ja, zu einer 8,0. Okay. Eine volle Note schlechter als Watch Dogs 1, obwohl es doch spielerisch verbessert wurde. Ja, dann müssen wir eine 9-0 geben, dann haben wir es ja geklärt. Ja, aber nee, das ist das Problem, Wertungen gibt, dass die zu der Zeit ja vielleicht auch umstritten waren oder ausdiskutiert waren, dann hat man sich auf eine Wertung geeinigt und jetzt im Nachhinein kommt es einem zu hoch vor und beim Nachfolger erst recht. Wenn man den einordnen will, wird es umso schwerer. Ja, nee, also ich wäre ganz klar für die 8-0, weil ja, ich habe es ja erzählt. Aber was gibt es denn sonst noch im Vergleichsmaßstab? Ich meine, wir haben eine Mafia, ist jetzt entfernt vergleichbar, aber doch irgendwo haben wir eine 7,5 gegeben. Das hatte aber halt auch, ja, die Technik ist auch schon drin gesteckt ein bisschen. Aber es war schon, am Ende geben wir eine Spielspaßwertung. Jetzt könnte man fragen, ist das Ding, obwohl es überhaupt nicht die erzählerischen Stärken hat von Mafia, ist, natürlich kannst du viel mehr machen in der Open World, ist schwer zu vergleichen, aber genau, ist es eine volle Note Mehrwert? Das wäre für mich die Frage. Nicht zwingend, nee. Also, ich finde die 8-0 wirklich völlig in Ordnung. Und mit Mafia zu vergleichen, ist halt wirklich schwer, weil Mafia genau halt auf die Story geht, was die Vorzüge in der Story hat, was ein Dings nicht hat. Watch Dogs 2, zumindest nicht die Vorzüge in der Story. Finde ich extrem schwer miteinander zu vergleichen. Naja, es ist schwer. Aber so allgemein, also ich würde mich bei einer 8 besser fühlen, weil niemand auf die Idee kommt, sie haben knapp keine 9-0 gegeben oder so etwas. Also ich finde es ein gutes Spiel, ich finde es anders als du kein Muss-Spiel, muss ich echt sagen. Also ich frage mich gerade, naja, es führt jetzt zu weit mit anderen Spielen wie Driver, dem letzten, das zu vergleichen. Aber was würdest du denn geben? Was wäre deine Wertung? Also wie gesagt, die Wertung zum ersten Watch Dogs, die würde ich da auch ja, ignorieren, ausblenden, ignorieren müssen. Mhm. Also dass ich da tendenziell eher ein bisschen strenger gewesen wäre damals bei der Bewertung, das weißt du sicherlich, aber ich würde die ungefähr auf einer Augenhöhe sehen, aber wie gesagt, man kann sich natürlich dem Umstand ja auch nicht versperren, dass zumindest von uns drei zwei Leute sagen, die Charaktere sind so richtig beschissen und der Humor, und das stört mich gewaltig, dass man das nicht mit in die Wertung einfließen lassen dürfte. Von daher hätte ich gesagt eine 8,5, aber aufgrund der Tatsache dann die halbe Note noch weniger, weil an der Kernspielmechanik, die gut ist, die besser geworden ist sogar, ändert sich ja nichts. Und ich denke, damit bewerten wir das Spiel wirklich sehr angemessen. 8,0 it is? Ja. 8,0. 8,0. Musst du auch noch was sagen. 8-0. Ich glaube, wir haben es ausdiskutiert, oder? Ich denke schon. Ja. Dann danken wir für die Aufmerksamkeit. Genau, jetzt dürfen wir mal in die Kamera gucken. Eigentlich nur zum Tschüss sagen. Achso, ich dachte wegen Foto. Nee, das haben wir schon gedacht. Dann lächle ich nicht. Dann lächle ich nicht. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.